Jo Leute, ich sitze hier gerade in meinem Wohnzimmer. Hinten ist mein Schlafzimmer. Hier, das ist meine Decke. Hier, das ist mein Bett, meine Matratze. Und mein Badezimmer befindet sich leider in einem anderen Raum. Und eine Küche habe ich leider hier nicht. Aber ja, genau, das ist mein kleines beschauliches Zimmer. Nein, Spaß, natürlich nicht. Aber ich habe wirklich 3 Tage hier in diesem Auto geschlafen, in meiner Anfangszeit in Konstanz. Und damit euch das nicht passiert, werde ich euch ein bisschen über die Wohnungssituation in Konstanz aufklären. Ganz allgemein zum Wohnen in Konstanz kann man auf jeden Fall sagen, dass es schwieriger und teurer ist als im Durchschnitt in Deutschland. Das liegt wahrscheinlich an der Nähe zur Schweiz und an der superschönen Lage hier am Bodensee. Deswegen musste ich am Anfang auch zuerst 3 Tage im Auto schlafen und konnte nichts finden, bis ich dann auf Facebook auf eine Anzeige gestoßen bin, wo ich im Europahaus, was ihr hier auch gerade sehen könnt, für 5 Tage wohnen durfte. Was ich dort richtig cool fand, war, dass ich mit sehr vielen internationalen Studenten im Kontakt war, aus Malaysia, Spanien, Taiwan, Hongkong, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das Europahaus ist wie 12 andere Studentenwohnheime von unserem Studentenwerk Seezeit und es gibt circa 2500 Zimmer hier in Konstanz, nur von Seezeit. Aus diesem Grund habe ich mich natürlich sofort bei Seezeit beworben und auch bei einigen anderen Studentenwohnheimen, wie zum Beispiel dem evangelischen oder katholischen Wohnheim. Dann habe ich noch auf 4 Wände gesucht. Könnt ihr einfach mal googeln oder auf Facebook natürlich. Letztendlich habe ich dann bei WG gesucht, die jetzige WG gefunden. Dort darf ich zwar nur bis März wohnen, aber das ist natürlich erstmal wichtig als Zwischenlösung. Und ich würde euch auf jeden Fall auch empfehlen, erst einmal eine Zwischenlösung zu finden, denn da es im Oktober immer zu Stau kommt an Wohnungssuchenden. Ich hatte wirklich sehr Glück. Ich habe eine perfekte Lage in der Altstadt, 4 Minuten zur HTWG und ich bezahle nur 320 Euro warm, was wirklich sehr günstig für Konstanz ist und ich bin damit wirklich glücklich. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch bei Seezeit zu bewerben und bei einigen anderen Studentenwohnheimen. Falls es euch dann aber so geht wie mir und ihr abgelehnt werdet, gibt es noch einige Notlösungen, wie zum Beispiel in Kreuzlingen wohnen. Kreuzlingen befindet sich südlich von Konstanz und ist wirklich sehr gut erreichbar. Aber ihr könnt auch zum Beispiel weiter nördlich in Konstanz euch was suchen oder auf der Insel Reichenau zum Beispiel. Ist halt dann schwierig, ob ihr dann Anschluss zu euren Kommilitonen habt. Die Wohnung, die ihr gerade seht, kostet 580 Euro warm. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, ein bisschen mehr Geld auf den Tisch zu legen. Übrigens gibt es auch ein Notlager von Seezeit, wo ihr mit vielen Leuten in einem Zimmer wohnt, aber dann nach einem Monat auf jeden Fall einen Platz gesichert bekommt. Und das ist auf jeden Fall gut zu wissen. So, ich hoffe, ihr konntet einige hilfreiche Einblicke in die Wohnungssituation hier in Konstanz gewinnen. Falls ihr hier schon eine Wohnung gefunden habt, schreibt es doch bitte in die Kommentare, damit ihr den anderen Leuten weiterhelfen könnt, die hier noch eine Wohnung suchen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Like da und schaut bei meinen Bloggerkollegen vorbei. Die behandeln auch andere Themen, wodurch die ganze Materie natürlich interessanter wird. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Pschsch.